behindert uns daran, den First Lieutenant Ja, und wo festzunehmen. sind Sie? Wir sind hier Trainingsräume. Wo sind die hier? Ja, okay, auf Die dem Weg. Ja, auf dem Weg. 327 sind blockiert im Fahrstuhl. Warum? Ein wunderschön. So, warum wird jetzt mein First Lieutenant verknackt? Ach, müssen meine Privates fragen. Ach ne. Er kommt, glaube ich, eh nicht durch. Aber Beleidigung ist kein. So, die Herrschaft, ne? Sie wissen schon, dass die Straftaten begehen, wenn sie sich hier im Weg stellen. Das sind ein bisschen du bist Medic? Ein wunderschön. So, also. So, wenn wir jetzt den Lieutenant mit dem Signal aus dem Weg lassen, uns durch. Wenn ich gegen den Taserschuss wäre, auch festgenommen. Ich bin gerade bitte. Ja, wir können das auch hier. Halt aber dein Maul da jetzt tatsächlich. Also, die Herrschaften, ja, ihr First Lieutenant hat anscheinend Straftaten begangen, ja. Ich kläre sie jetzt sowohl auf, sollten sie uns jetzt weiter sich im Weg stellen, die Achtung verbindern, ist das eine Straftat und sie werden dementsprechend festgenommen. Also wollen 8 Leute festnehmen? Ja. Zur Not nehmen wir auch 8 Leute fest. Also, ich rufe jetzt den Fahrstuhl runter, gehen sie aus dem Weg, die Leute, die dann trotzdem im Weg stehen bleiben, werden festgenommen, wegen des Kooperieren mit Zuständigen, also auch wieder vom Zuständigen. Und keine Sorge, das ziehen wir durch. Wir stehen doch nur rum. So, dann mal alle aus dem Weg jetzt hier, sonst tut's euch weh. Alle aus dem Weg jetzt hier. Der schafft einen aus dem Weg jetzt hier raus. Dando festnehmen, weil er. Der sichern Sie mal Ihre Waffe, also, der schafft einen, Sie gehen jetzt aus dem Weg, wir müssen Gewalt anwenden. Nein, nein, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Macht Platz, macht Platz. Das war eine weise Entscheidung. So sagen Sie, wenn Sie Hilfe brauchen, ich hole jemanden, ich habe ein Atemgerät, dann wird ins Gefängnis gestürmt. Das haben wir bei den Games auch immer gemacht, wo ich bei den Games war. Gut, hol ich ein paar Games und ein paar Dunks. Das ist eine Drohung, das ist eine Drohung, alles klar. Shadow, komm mal kurz her. Shadow, komm mal kurz her. Ja. Das ist super, republikanisches Gesetz, möchte ich nur dran erinnern. Private, geben Sie mal den First Lieutenant, Wenn ich runter. Ja, geben Sie mir den her. Toll, dass wir zusammenhalten, aber dann brauche ich ja nichts machen, dann lasse ich so, die Doom-Zone oder so übernehmen. So, Private, an die Türsteuerung, niemanden reinlassen. So, nehmen Sie den First Lieutenant die Waffen und den Comic ab und dann nehmen Sie ihn erstmal mit hinten rein. Ich bin am First Lieutenant. Sind Sie ja einheitshöchst nach Ihrem First Lieutenant? Kyoto. Sind Sie ja einheitshöchst nach Ihrem First Lieutenant? Du bist mein Mann. Private, Sie können mich nicht festnehmen. Sie wissen, Kyoto. Wir müssen jetzt, nein, wir müssen jetzt denken. Private, Sie müssen jetzt denken. Sie müssen jetzt denken. Ich glaube, sind Sie ja einheitshöchst nach Ihrem First Lieutenant? Servus. Ja. Ja, da haben wir Waffen in die Kiste, so, da können Sie mit reinkommen. Dass dieser Soldat freigelassen wird auf Paragraph 8.7. Ja, das können Sie aber auch bestimmt begründen. Was? Hier sind seine ganzen Boys, er hat nichts gemacht. Ja, das ist eine super Begründung. Vor allem 8.7 macht ja auch total viel Sinn, Corporal. Sarge Major, kommen Sie zu mir. Wir gehen hier ran. Sarge Major, kommen Sie zu mir. Er hat bekommen. Hallo Tipo. Sergeant Major, kommen Sie mal zu mir bitte. Hallo. Ja, kommen Sie mit. Wir gehen auch rein jetzt hier. 10-1 Der Herrschaften, Sie gehen hier bitte. Wir können leider keine Truppen aussenden. So, wer jetzt hier mit reingeht, wird aber festgenommen, ne? Außer der Sergeant Major, der darf mit reingehen. So, Sergeant Major, kommt bitte mit rein. Der Rest bleibt draußen. Nein. Ob Sie den jetzt tatsächlich ungefesselt durch das Gefängnis laufen lassen wollen oder nicht, ist die Höhe. Doppel, ich mach Ihnen ein Angebot. So, der ist einer zu. Ich sorg dafür, dass die Dooms Unit und die ganze TV, könnten Sie da mal einen Haltebolzen dran machen, bitte? Sie nicht mehr belästigen, wenn Sie mir Zeit geben, mich um ein Jedi zu kümmern. Das hat gerade Priorität und danach können wir es klären, wen ich hier gehauen habe und wen nicht. Weil ich weiß nicht, das ist schon ein bisschen voll davon. Dann nochmal wiederholen, hier war gerade eine Horde an Klonen, ja? Ein Mob. Ein wütender Mob. Was haben Sie gefunkt? Pilot, hallo?
bräuchte einmal jemanden für die Ausrüstungskammer. Ja, danke sehr. Das ist schon ein bisschen vor. Ich laufe ja nichts unten. Ja, wir haben gerade einen First Attempt, der 327. festgenommen. Corporal, für 17 Info, deswegen ist er so ein wütender Mob. Corporal, könnt ihr mal kurz die ganzen nachschlagen, was er getan hat? Einmal, ja, ist doch Ihr Fall. Ja, aber ich will jetzt nicht warten lassen, ansonsten gucke ich. Ja, was wollen Sie denn wissen? Ah, ja, das wäre schön. Hallo, ich brauche jemanden für die Ausrüstungskammer. Was wollen Sie denn wissen, Paul? Er hat jemanden geschlagen. Der physische Angriff, Abpunkt 2, Paragraph 4, 3 Straftat. Perfekt, danke. Ja. Und? Geben Sie mir Zeit, sich das mit meinem Jedi abzuklären, oder wollen Sie mich jetzt hier immer noch weiter festhalten? Rechte sind ja schon vorgelesen, ne? Mir wurde gar nichts vorgelesen, aber ich meine, ich, ja. Also, das ist ja, ein Ja, also gut, Sie sind festgenommen, das ist recht schweigen, richtig Fall. Ja. Ja, kommt noch was? Wurde recht. Vorlesen brauchen Sie nicht, ich kann mir wieder recht. Gut wie gar keine. Aber das ist ein anderes Thema. Doch, Sie haben schon ein großes Recht, gut, worauf Sie zurückgreifen können. Ich glaub, LOS anfordern, aber. Ja. Wie gesagt, mein Angebot steht noch offen. Ich bin immer offen für Verhandlungen. Ich lasse die abrücken, wenn sie mir Zeit geben, sich um ein Jedi zu kümmern. Weil das, was mit dem Jedi passiert ist, ist eher eine Strafe. Sie haben das Recht auf Bekenntnisnahmen, Sie haben das Recht auf Anklage und Sie haben das Recht auf Supervisor. Möchten Sie von einem Ihrer Rechte Gebrauch machen? Naja, also ich denke mal, ich kann ein LOS anfordern, wenn sie mir mein Strafmaß nennen, oder wie? Ja, den LOS dürfen sie, nachdem das Strafmaß verkündet wurde, dürfen sie ihn nicht. Möchten sie einen intern oder extern nachher haben? Ja, ist der zur Verfügung. Was eine Aufruhr, ja. Hallo? Drei Straftat gemacht, dazu, dass hier noch mehrere dazu kommen. Strafmaß 15 Einheiten. 15? Haffeinheiten. Ja, 15. Nein. Was das? Ja, dann ja, gib mir ein LOS. Gib mir ein LOS. Aber ganz flott. Also, wenn der, falls der durchkommt, ne? Ich weiß ja nicht, falls der LOS ins Gefängnis durchkommt, ob der Platz ist. Das ist ja, doch schon, oder? Da ist einer da. Ja, müssen doch am Feuer jetzt private, ne? Der Commander, ja. Ich bin dabei, ich mag das gucken. Aber ist auch die Frage, gut, aber ob der LOS durch das Gefängnis durchkommt, weil. Ja, wir helfen da gleich nach, der kommt hier schon rein. Ja, erstmal ganz kurz, Sergeant Major, Sie pfeifen jetzt Ihre Leute zurück und auch die Dooms Unit. Die sind nicht auf meinem Mittel hier. Ja, soll von First Attempt, ist mir scheißegal. Sie sagen jetzt im Namen des First Attempts, dass sie wieder abtanzen sollen, ansonsten haben wir ein Problem. Warum denn? Dürfen die da nicht stehen? Ich meine, das ist schon ungerecht, dass. Ich verweise sie jetzt im Bereich da vorne. Wenn es ungerecht ist. Digga, was schubst du denn nicht? Was schubst du denn die nicht? Praktisch. Wir haben gerade ein Problem. Wir müssen das medizinisch observieren. Also, das ist sehr, sehr laut. Ja. Ich möchte einen Strafall machen. Gegen diesen. Ja, gerade schlecht. Machen wir gleich. Das Gefängnis verlassen Sie jetzt. Das wird einmal gesagt. So, also die Herrschaften, ja? Ich hätte mal eine Frage, wirklich eine normale, weil darf man eigentlich hier durch? Ja, so, also, der Herrschaften, ja, mal ganz kurz bitte zuhören, ja? So, von mir aus ist natürlich schön, dass Sie Solidarität zeigen zu Ihrem First Attempt, aber Sie gucken jetzt bitte ein, dass Sie hier ein bisschen weiter rauskommen, ja? So, alle mindestens hinter die Tür, ja? Ein bisschen weiter weg, machen Sie mal den Weg hier frei, dass Leute durchlaufen können, bitte, ja? Dankeschön. Genau, brauchen Sie Hilfe, ich bin LDOS, ich bin dafür da, Ihnen zu helfen. Und gucken Sie auch, dass Leute hier bitte durchkommen, ja? Machen Sie das Platz, dass Leute hier durchkommen. Gehen Sie sofort meinen Kopf runter. Ich denke Sie fest, wenn Sie nicht runtergehen. Wir möchten bitte ins Gefängnis kommen. Ins Gefängnis. Also gehen Sie jetzt auf den Weg.
GF, nicht IF. Ans Geländer, jetzt! Komm mal von deinem Hof aus, wir müssen aufpassen mit Massen an 327. Trotzdem müssen die Rettungswege freigelassen werden, ist mir scheißegal. Ein wunderschöner Major. Man kann zuzüglich eine Rettungskasse sein, bleib locker. Delario, Schnauze. Respektvoll mit mir. Wenn ich respektvoll bin, ja. Bitte, ja. Kommst du mal... Dann mach's vor! Eigentlich oh Gott, den Raum da betreten, weil ich hab gleichzeitig das 4. Level 1. Er hat auch Gefühle. Nein, sie verlassen jetzt das Gefängnis. Nein, ich meinte das allgemein. Ja, nein, also die Versammlung hier. Ja. Die haben sich auch alle im Weg gestellt unten, ja. Bei Abtransport hat ja, sich auch ganz 23. im Weg gestellt, ja. Naja, ist süß. Ja, ist doch süß, so, kümmert, so sollte man sich auch um seine Partner nicht kümmern. Abgesehen davon, dass man gegen Beihilfe von Straftätern verstößt, ist das doch eigentlich recht freundlich. Ja, haben alle Straftaten begangen vorhin. Abgesehen davon, wie viele Straftaten sie begehen? Ich würde sagen, wir machen keine, ne? Sergeant, kann man Ihnen und Ihrer Einheit weiterhelfen? Nee, nicht so laut. Wir warten doch auf die Ich habe kein Wort von Ihnen verstanden, der Jedi hat dazwischen gesprochen. Kennen Sie alle? Das ist ein bisschen kaputt. Ja, ich schreibe mir das ganz kurz auf. Ich glaube, wir brauchen dringend einen Mediziner für diesen Jedi. Der war schon mal Mediziner. Der hat mehr als genug Mediziner. Ja. Ich fürchte, der hat zu viel Mediziner. Wir observieren ihn die ganze Zeit. Machen Sie sich gar keine Sorge, Captain. Ich mache mir keine Sorge um mich, ich mache mir Sorge um den Jedi. Guck, Charles. Ja, 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 schon klar. Warum hast du jetzt hier nochmal die Gummibärchenpanda aufgestellt? Bei der First 10, 23. festgenommen wurde. So, also Sergeant, erklären Sie sich. Was soll diese Geste? Und deswegen muss man hier die halbe Beine. Ja, ich höre mal rein, wir brauchen den. Ich mache den Gummibärchen hier, oder ist das mein Freund? Das passt. Also das ist schon ein Stein für mich, oder? Moin, Kollege. Wirklich hat er eine Obsession mit dem Gefängnis entwickelt. Ich helfe euch mal aus. Sergeant. Der steht da drin. Da gut. Sergeant hat 320. Ich bin auf der richtigen Seite. Jude, komm mal hier raus, da will wer reden mit dir. Koppel, ganz jetzt nochmal. Erklären Sie sich, ohne dass er hier dazwischen spricht. Wir warten eigentlich nur, bis unser First Lieutenant hier entlassen wird. Gehen wir wieder. Dann halten sie es für dienstüblich, sich in versammelter Mannschaft aufgrund eines Straftäters vor dem Gefängnisamt zu sammeln. Ja, ist doch ein Formationstraining, oder? Und dann führen sie ihr Formationstraining jetzt auf, am Landeplatz fort. Abtreten. Verstanden. Also ihr habt ihn gehört, Jungs. Einfache Linie hinter mir. Angeordnet, seid ihr geistig behindert jetzt? Pepe, du musst eh nach vorne. So, du im Sinne, kann man ihnen weiterhelfen. Wir stehen hier, das ist ja wohl nicht verboten, oder? So. Ich habe gefragt, ob man ihnen weiterhelfen kann. Negativ. Vielen Dank der Nachfrage. Ja, können sie ruhig machen. So. Besetzen den Flottenmanagement schon. Ich wollte heute noch den Flotten tun. Gut, mach das. Ich bin da. Gut, hat sich jetzt auch alles hier entspannt. Das ist ein bisschen wenig.